Freddie Mercury, James Dean, der hat in einem Film ein bisschen gesungen, Marilyn Monroe natürlich, ja, Udo Lindenberg natürlich, Madonna, Nina Hagen liebe ich, Lena Meyer-Landrut finde ich toll. Schnitzel, Pommes, Nudeln, Schokolade, Kuchen, Erdnüsse. Ich lese nur so Biografien. Ich habe von Nilo Wanders eine Biografie gelesen und ich habe sogar von Rudolf Mooshammer eine Biografie gelesen. Und dann habe ich natürlich diese ganzen St. Pauli-Biografien. Über den Elbschlosskeller habe ich natürlich gelesen, über den Silbersack habe ich gelesen und über den goldenen Handschuh. Also da gibt es ja mehr als vier. Zum Beispiel Bachelor in Paradise, dass die bei mir nicht angefragt haben, ist mir ein absolutes Rätsel. Ich war nie bei Stefan Raab. Ich war auch noch nie bei Mario Barth, was ich überhaupt nicht verstehe. Und ich habe auch noch nie die Tagesschau gelesen. Ich habe mich oftmals beworben. Ich wäre ja wohl eine super Sprecherin. Na, ein Erlebnis werde ich nie vergessen, als ich das erste Mal, da war ich 5 Jahre, das Nachthemd von meiner Mama angezogen habe und ich wusste, ich werde Drag Queen werden. Ansonsten war natürlich für mich das Dschungelcamp. Da war ich ja noch so jung, das kann man sagen, dass das ein einschneidendes Erlebnis meiner Jugend war. Und meine Konfirmation, da war ich noch als Mann verkleidet in so einem Anzug. Das fand ich auch total schrill. Ja, ne, ich habe da Nacktfotos von einigen Promis. Die würde ich gerne zeigen, das darf ich aber nicht, aus rechtlichen Gründen, weil die mich dann wahrscheinlich verklagen würden. Bilder von mir, die ich auch keinem zeigen möchte.